Ja, meine Freunde, ich begrüße euch herzlich zurück zu einer neuen Ausgabe von Let's Play Die Siedler 4 in der Gold Edition. Ja, wir sind in der ersten Mission des Dunklen Volkes. Also in der Kampagne rund um des Dunklen Volkes. Und wir müssen als Römer die Maya erstmal besiegen. Warum auch immer die Maya die Feinde sind und nicht das Dunkle Volk, aber ja, lassen wir einfach erstmal so stehen. Unsere Aufgabe ist es jetzt... Scheiße, die Maya produzieren jetzt doch schon Soldaten. Wir müssen jetzt gucken, dass wir uns möglichst schnell eine Soldatenproduktion aufbauen. Dazu müssen wir unsere Nahrungsproduktion stabilisieren. Und um die Nahrungsproduktion zu stabilisieren, brauchen wir noch mehr Kohle. Eigentlich noch mehr Rohstoffe unten, aber die Rohstoffe kriegen wir ja gerade. So Stück für Stück, denke ich. Jo. Getreide habe ich aktuell noch gar keins über. Oh. Okay. 30 Minuten seitdem das Spiel das jetzt mal gespeichert wurde. Das ist alles in Ordnung. Jo, Mama, Steine. Das können wir, glaube ich, gleich irgendwann gebrauchen, tatsächlich. Eine Steinmine. Ich muss aber erstmal meine Nahrung vernünftig sichern. Also erstmal warten wir noch kurz, bis die Mühle fertig ist. So. Dann kann ich jetzt noch weitere Minen erstmal aufstellen. So, noch eine Kohlemine. Eine Steinmine hier oben. So. Dann stellen wir mal noch eine zweite Eisenmine hier auf. Und noch eine weitere Kohlemine. Und ich sehe es jetzt schon, komm, wir werden dafür zu wenig Nahrung haben. Das heißt, wir werden die Nahrung auch nochmal weiter ausbauen müssen. Ich baue aber trotzdem vorher erstmal eine Eisenschmelze, eine zweite und dann eine Waffenschmiede, um anschließend eine Kaserne zu bauen. Wir müssen jetzt echt gucken, dass wir anfangen mit Soldaten. Und in der Zwischenzeit muss ich mit dem Dieb noch einen Bergwerk finden. Ja, beziehungsweise einen Berg zum Abbau finden, wo ich noch mehr noch Gold herbekommen kann. Denn Gold fehlt uns noch. So, 175, wenn ich da 25 wegnehme, haben wir einen streikenden Träger. Ne, wir müssen noch warten mit dem Abreißen eines Wohnhauses. Hm. Aber so langsam komme ich an ein paar mehr Werkzeuge, das ist gut. Der arbeitet sich hier so die ganzen Werkzeuge langsam ab. Warte mal, die können maximal 8 kann der bei sich haben, ne? Hm. Na, okay, wird gebraucht trotzdem die Werkzeuge. Das ist praktisch. Oh, hier haben wir noch mehr Steine, gut. Gehen wir mal hier hoch. Ich muss mich mal hier so langsam umgucken. Meine Umgebung erkunden, sozusagen. Und ich muss dann unbedingt gleich gucken, dass ich meine Nahrungsproduktion weiter verstärke. Oh, die Kohlemine ist, glaube ich, nicht ganz so praktisch dort oben angesetzt. Beziehungsweise die Steinmine, weil man jedes Mal hier rumlaufen muss, aber gut. Lässt sich wohl gerade nicht vermeiden. Okay, du kannst dann mal hier hochlaufen. Ich brauche unbedingt Gold. Zum Glück werden die Spitzhacken hier auch noch wegbenutzt, die hier noch rumliegen. Aber die Äxte muss ich unbedingt mal gucken, dass ich die vielleicht auch dann noch benutze. Ja, das heißt, sobald ich hier diese Kette an Bauten hinter mir habe, werde ich erstmal hier nochmal Holzfäller und weitere Förster und so aufstellen. Und Sägewerke und alles. Krass, wie weit das für eine Sichtreichweite so ein Dieb hat. Ich bin dumm. Ich habe was vergessen. In meiner Fleischproduktion fehlt mir noch der Metzger. Das Metzgerchen fehlt mir noch. Bam, spulen wir ganz kleines bisschen vor. Oh. Ja, ich habe eine Werkzeugschmiede sollte eigentlich noch Pickaxe herstellen, nur leider stellt da keine her, weil die ganzen anderen Werkzeuge da alles blockieren. Lager. Machen wir ein Werkzeuglager.
Schlimm sowas, dass ich jetzt ein extra Lager auch nur für meine Werkzeuge aufstellen muss. So. So, Werkzeuge kommen hier rein. Gut. Damit du auch mal wieder ins Arbeiten kommst. So, Waffenschmiede. Bisschen mehr davon bitte. So. Eigentlich kann ich 80-20 machen bei den Waffen. Jo, mein Lager ist fertig, das weiß ich. So. Allmählich wird es doch. Vielleicht ist hier unten noch ein... Ich hoffe doch, dass dort unten irgendwas ist. Weil... sonst wird es ziemlich schwer hier mit Gold. Ich muss ja unbedingt gucken, dass ich noch... Meine Mühle arbeitet gut. Kann ich noch eine zweite Bäckerei anklatschen, sozusagen. So, dass ich meine ganzen Kohlenminen vernünftig versorge. 4 Kohlenminen habe ich zu versorgen. Ich übertreibe schon ein bisschen. Aber die beiden Eisenschmelzen werden gut versorgt. Dann brauche ich noch eine weitere Waffenschmiede gleich irgendwann. Machen wir hier hin, so. Dann kann ich das kleine Wohnhaus auch mal abreißen. Genau, das passt. Kann ich hier ein neues großes Wohnhaus hinstellen schon mal. Und ich kann schon mal eine Endlosproduktion von Soldaten beginnen. Damit wir zumindest gegen die Mai... Ach du Scheiße. Oh Gott. Wir brauchen echt Soldaten. Uiuiuiuiui. Uiuiuiuiui. Scheißendreck. Ich werde auch gucken, dass ich noch eine zweite Fischerhütte dazu stelle. Die mithilft, meine Kohlenminen zu versorgen. Eieieiei, heilige Scheiße. Oh, hier unten haben wir noch ein Minenfeld, gut. Also, ich sage immer Minenfeld. Ich glaube, das wird man aus mir auch nicht mehr rauskriegen, aber es ist ja in Wirklichkeit ein Bergwerk. Nicht Bergwerk, sondern ein Berg, so. Ein Berg mit Erzvorkommen, so. Es kommt übrigens, glaube ich, aus meiner Kindeszeit, dass ich sage Minenfeld. Wo ist mein zweiter Geologe hergeblieben? Habe ich dich? Ja, ich habe dich. Gut, dann kannst du nämlich auch dort unten mal suchen gehen. Ich vermute, das wird ein ganzes Feld nur voller Gold sein. Okay, jetzt haben wir zumindest ein paar Soldaten bekommen. Jetzt ist es wieder ein bisschen ausgeglichener. Naja, minimal. Immerhin, ich habe genug Rohstoffe, kriege ich ja, ne? Ich frage mich, warum die letzten Werkzeuge da nicht abgeholt werden. Keine Ahnung. Ist aber auch eigentlich egal. Ob ich jetzt noch weitere extra brauche, eigentlich brauche ich die gerade nicht. Also so weitere Holzfällergebäude und so. Meine kann ich ja bauen eigentlich. Hier unten könnte ich das zum Beispiel mal hinstellen. Okay, Steinkutter findet nichts mehr. Du findest wahrscheinlich nichts mehr, oder? Ja. Kannst du hier nochmal ein bisschen arbeiten? Und falls du nichts findest, kannst du hier runter. So. Hier stellen wir mal eine kleine Holzfällerarmee auf, so. Damit ich ja nicht zu wenig Holz habe. Ja, die Steinmine versorgt uns jetzt mit Steinen, das ist gut.
Okay, wir kommen so langsam in die Soldatenproduktion rein. Werden auch beide schön versorgt bei den Minen, bei den Schmieden. Siedler haben wir auch noch genug. Ich glaube, ich kann bald sagen, hier stellen nochmal drei Hämmer her. Drei. Und nochmal, warte mal, wie viele Schaufeln? Nochmal drei Schaufeln, genau. Eins, zwei, drei. Hallo, wird nicht vier. Drei, so. Also man merkt vielleicht so ein bisschen, meine Maus ist ein bisschen im Arsch. Die. Ja. Nimmt ziemlich häufig Doppelklicks an, also einfache Klicks als Doppelklicks und sowas. Das ist ein bisschen. Ja, kann ich nichts mehr daran ändern. Muss ich mir bald mal eine neue holen noch. Okay, hier unten haben wir jede Menge Gold. Jede Menge. Okay, gut, 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 gut. Ich dachte schon, das wäre ja schon sonst eine Unmöglichkeit gewesen. So, hier noch ein Turm hin. Ich kann mittlerweile jetzt auch jeden Turm stehen lassen, muss nicht mehr Türme abreißen, um Soldaten zu sparen. Jetzt haben wir nämlich eine schöne Soldatenproduktion. Oh, Schwefel findet man hier unten auch. Gut, die Römer können mit Schwefel nicht viel anfangen, aber. Genau, Schwefel können nur die Maya verwenden. Die Römer können höchstens damit handeln. Wobei ich auch noch nie so richtig herausgefunden habe, wie man handeln kann im Siedler. Aber man merkt echt, wir haben ziemlich wenig Steine. Scheiße. Die eine Steinmine, das kann uns natürlich auch nicht komplett versorgen mit all den Steinmassen, die wir brauchen eigentlich. Heieiei. Ich habe auch. Ich war hier nicht irgendwo noch ein paar Steine oder so? Ich kann mal meinen Dieb nochmal hier rüber schicken. Ich meine mich zu erinnern, hier wären auch nochmal irgendwie Steine gewesen. Oder? Ich habe keine weiteren Äxte mehr, aber 8 Woodcutters. Und ich habe 8 Holzfällerhütten. Okay, ich habe alle Äxte verbraucht, die ich habe jetzt. Gut. Wie schaut das denn mit dem Mehl und so aus? Oh Gott. Ich glaube, meine Mühle produziert echt zu viel Mehl. Ich glaube, ich kann noch eine dritte Bäckerei dazustellen. Das ist gut. Dann habe ich ja noch eine Sense sowieso übrig. Dann kann ich vielleicht auch noch mal eine Getreidefarm erstellen. Hier unten brauche ich noch einen Turm. Ich mache das mal zum großen Turm, weil ich es kann. Passt. So. 3-3, perfekt. Oh, hier unten kriege ich nochmal Kohle. Sehr gut. Brauchen auf jeden Fall wieder ein großes Wohnhaus. Davon können wir nie genug haben. Hier haben wir tatsächlich doch noch mal ein paar Steine. Okay. Dann werde ich gucken, dass ich mich mal in die Richtung ausbaue, damit wir auch ja genug Steine immer haben.
Wie schaut's denn aus? Ja, wir holen die Maya so langsam ein mit unseren Soldatenmengen. Das ist gut. Man merkt eindeutig, wir haben immer noch zu wenig Brot für die ganzen Kohlenminen. Gut, dass wir noch eine dritte Bäckerei bauen. Weil die Bäckereien sind ja auch vollständig versorgt, aber kommen werden noch nicht fertig, so richtig. So, im Lager habe ich noch ein paar Schaufeln und sowas, ja. Schaufelhammer habe ich. Das heißt, ich kann noch mal 5 Planierer, 5 Bauarbeiter erstellen. So. So habe ich das am liebsten, nämlich. Und dann gibt es gleich hier unten eine. Ach so, und jetzt weiß ich auch, warum hier nochmal Kohle ist. Natürlich, damit ich Kohle und Gold direkt dabei habe, damit ich die Goldschmelze direkt hier hinstellen kann. Haha, sehr gut. Das ist sehr praktisch. Werde ich auch, glaube ich, nutzen, diese Möglichkeit. Vor allem, weil man Kohle nie genug haben kann. Und jetzt kommt die Sonne wieder raus. Ah, solche Tage sind schlimm, glaube ich. Finde ich. Wo man dann nie richtig ausgeleuchtet ist. Gut, hätte ich einen Greenscreen hinter mir, wäre das jetzt noch schlimmer. Aber so ist das ja auch nicht unbedingt immer so ganz schön. Ja, ich kann schon das erste Wohnhaus wieder abreißen. Buff. Auf die Stelle kann ich noch kein neues setzen, da müssen erstmal die Rohstoffe wegtransportiert werden. Wie sich hier schon die Straßen bilden, weil die immer hier rumlaufen müssen. Wenn ich einen Priester habe, werde ich definitiv das dort vorne anders machen noch. Also werde ich dann einmal den Schneeberg wegschmelzen lassen, sozusagen. So. Goldmine, noch eine Kohlemine, davon haben wir ja noch nicht genug. So, habe ich noch genug Spitzhacken? 2 Spitzhacken brauche ich auf Lager. Nein, ich habe keine 2 Spitzhacken auf Lager, dann stellen wir nochmal nochmal 2 Stück dazu. Goldschmelze, ja, dann habe ich alles. Ja, wir kommen den Mayas näher mit den Soldaten, das ist gut. Also muss das auch. So, jetzt kann ich auch einen neuen Steinmetz schon mal hinstellen. Ich glaube, dafür kann ich noch eine Spitzhacke mehr dann herstellen. Ich glaube, den Klon kann ich hier abreißen und nochmal hier hinstellen. So. Kann ich hier nicht. Ich meine, wenn hier die erste Front fällt, habe ich sowieso verloren. Kann man dann sowieso nichts mehr dran ändern. So, ich glaube, ich kann hier auch schon mal einen kleinen Aufforstungsmarathon machen. Welcher Woodcutter? Ich glaube, der hier wahrscheinlich, ne? Ja. Okay. Achso, hier könnte ich mal noch die Maximalbesetzung machen, sonst bringt mir so ein großer Turm gar nichts. Jetzt muss natürlich noch Fisch genug da sein. Hatte ich noch eine Angel hergestellt? Ich hatte keine Angel mehr hergestellt. Nein, dann stelle ich mal noch eine Angel her. So, dann stelle ich einfach noch eine Fischerhütte dazu. Kurze Vorspulzeit. Oh, jetzt kurzes Zeitvorspulen.
Und ich glaube, ich kann gleich schon wieder das nächste große Wohnhaus abreißen. Eieieiei. Na, immerhin, jetzt kriege ich genug Brot und genug Kohle. Jetzt muss nur noch die ganze Kohle immer zu den anderen Dingen rübergeschleppt werden. Oh, Nachricht. Wieder wahrscheinlich einer von denen hier wieder. Du? Oder du? Okay. Wartet nun, wenn ich in die drei Förster sind schon dabei. So, ich krieg mein erstes Gold. Ja, meine ersten Goldbarren, das ist gut. Dann kann ich mal anfangen. 30 Minuten her, seitdem das Game gesaved wurde. Ja, ich habe ein bisschen vorgespult. Dann geht das. So, dann stellen wir mal hier auf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ich glaube 12 Stück waren es, ne? 8. Und selbst wenn es nicht der richtige Fluss ist, haben wir dann doch zumindest unglaublich viele Zierobjekte platziert, die uns unglaublich viel Kampfkraft geben werden. 11. Und die Nummer 12. Okay, hoffen wir mal, dass es alles richtig ist. Dieb hier runter schicken kurz, dass er hier noch ein bisschen erkundet und mir so einen Aussichtsposten gibt quasi. Ich schicke auch die mal, glaube ich, hier runter, sodass ich dann rechtzeitig an jede Stelle komme, wenn die Maya angreifen sollten, was sie wahrscheinlich jetzt nicht tun, weil ich ja jetzt mittlerweile gleich auf bis stärker bin, solange sie noch keine über 100%ige Angriffskraft haben. So, und wenn ich dann die Basen alle platziert habe, kann ich anfangen gleich mit einer Woodcutter. Ja, bla. Ihr werdet schon gleich wieder was finden, wenn die Förster soweit sind. Wenn die Basen soweit sind, kann ich anfangen mit einer Mana-Produktion. Aber ich denke, das werden wir in der nächsten Folge machen. Ich würde sagen, wir machen für diese Folge erstmal Schluss. Ich wünsche euch alles Gute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin alles Gute und ciao, ciao.